Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity. Ja, wir nähern uns wohl scheinbar langsam dem Ende, jedenfalls was die Hauptquest angeht. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen jetzt wirklich hauptsächlich Nebenquests. Also die Kopfgelder, die vier Stück, die wir jetzt hier noch haben. Ich vermute mal oder ich hoffe mal, dass das die letzten vier sind und wir nicht nochmal neue kriegen. Und ja, dann gibt es nur noch Ortnur und dann war es das eigentlich auch schon. Dieses Kopfgeld machen wir jetzt mit der Truppe hier, weil irgendeiner der Chars, ich glaube, ja, sie hier, braucht auf jeden Fall noch mehr XP. Und sobald wir dieses Kopfgeld-Quest gemacht haben und abgegeben haben, müssen wir auch mal wieder mit ihr uns unterhalten wegen ihrer Nebenquest. Hier haben wir ja nicht mehr viel. Herr der Gestalten, da müssen wir mit Hivarias auf die Grabinsel, der einzige Ort, den wir noch nicht erkundet haben. Abgesehen natürlich von Ortnur, von den Tiefen, also hier Grabinsel waren wir noch nicht wirklich. Und halt in Ortnur, in den unteren 10 Ebenen. Wir haben nur erst die ersten 5 geschafft. Aber ich denke mal, die restlichen 10 können wir so am Stück noch durchbringen, dann. Sobald wir die restlichen Sachen gemacht haben. Gut, ja. Wir sollen erstmal hier in der Höhle, wo wir sind, einen Kopfgeldauftrag machen. Das war, glaube ich. Nein, das war Matmarbrücke. Nordlandschaft, genau. Kopfgeld, Defwen. Genau dieses Kopfgeld sollen wir machen. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Wir gehen erstmal wieder hin. Gehen wir erstmal wieder in den Schleichenmodus. Wir sind zwar alle entschlossen, ziemlich, nach den zwei Quests, die wir da gemacht haben. Jedenfalls die erste Hälfte. Ja, das ist ein korrumpierender Druide. So, jetzt muss ich mal gerade kurz gucken. Ausgeglichener Instinkt. Wo ist der? Mit einem hinterlistigen und mächtigen Zwang, das dem Medium zu gehorchen, wodurch das Ziel beherrscht wird oder anderen verzaubert werden. Ah, das können wir benutzen. Benötigt 30 Fokus, ja. Und da bist du die Pef, genau. Need something? Okay, der Kampf geht schon mal los. Es fängt schon mal ein bisschen an zu laggen. Mit den ganzen Zaubern, was könnten wir denn mit dir zaubern? Giftblüte, rottende Schädel. Garten des Lebens, größere Fäule. Ja, machen wir das mal. So. Da ist ein korrumpierender Druide. Du bist nur noch beim Zaubern. Dann zauber du mal jetzt Anführer auf irgendeinen Druiden. Okay, der Druide ist tot. Du musst dringend irgendwas Heilendes zaubern. Schrecken der Natur. Nein, ich möchte gerne Dornenwand, Insektenplage. Erzeugt eine Wolke, der Ausdauer von Verbündeten wiederherstellt und Feinde zurückdrängt. Ja, das klingt gar nicht mal so schlecht. Wirkt das mal auf dich selber. Du trinkst einen starken Regenerationstrank. Du, Kanna könnte. Nein, dafür brauchen wir 4 Phasen. Und ich will eh warten, bis wir bei 5 Phasen sind. Ups. Und da ist Hivarias umgefallen. Schlecht. Du heil dich jetzt erstmal selber. Du, was kannst du mit deinen 17 Seelenenergie noch machen? Nichts Großartiges. Deswegen baller einfach mal auf den korrumpierenden Druiden. Du belebst
Hevarias mal wieder. Irgendwie klappt das nicht so ganz. Und es laggt vor allem Dingen ziemlich stark. Okay, ich lade den Spielstand nochmal neu. Am besten mal den Autosave hier oben. Ja, das ist immer so das Problem mit diesen blöden Droiden. Bei Dorenz kenne ich auch wenigstens die mich mit den Zaubern mittlerweile etwas aus, was ich so beides benutzen kann. Aber bei Hevarias muss ich ehrlich noch ein bisschen passen. Und der Leck gerade eben war richtig übel. Ja, komm, lad. Okay, das Laden dauert jetzt gerade und dauert. Das ist nicht so toll. Ah ja, gut. Right. Wie stellen wir das jetzt am besten an? Also erstmal drücke ich hier 5. Und dann. Nice and slow. Ja. Ja? Das überlege ich mal kurz. Was könnte hier Varias als Zauber? Feuerkäfer. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Erdkralle-Begrüßung. Ah, das klingt auch böse. Insektenplage. Das könnte ich machen. Das unterbricht diese blöden Zauberer. Hey. So, trauen wir uns mal etwas nach vorne. Following your lead. Hey. Die Aufstellung ist ein bisschen bescheiden. Need something? So. Ja. Yeah. Nochmal ein Quicksave, sicherheitshalber. Let's go! Dann schießen wir einfach mal auf einen, ziehen uns zurück. Während alle ihre Beschwörungen machen, so korrumpierender Druide. Du machst gleich mal Anführer. So. Du machst Insektenplage. So. Achso, das ist Insektenplage, okay. Und die Mutter ist gefallen. Können wir sie irgendwie wiederbeleben? Sonnenlanze, nein. Verbündete im Wirkungsbereich heilen? Nö, ich will Wiederbelebung. Oder ist das hier? Mondquelle. Die Mondquelle wäre eigentlich schon mal eine ganz gute Idee. Fäule beschwören, Beschwörung des Weltenschlunds. Nein. Zwillingstein. Okay, der sieht so aus, als ob er gar keine Wiederbelebung könnte. Er kann sich höchstens in einen Stagier verwandeln. Okay. Dann mach du mal die Mondquelle hierhin. Kana, du schießt auf irgendwas.
Und die... Palegina halte ich mal selber. Edda schluckt einen Trank der Ausdauer. Du beschwörst einen Lindwurm. Du beschwörst am besten noch mehr Lindwürmer. Palegina, du trinkst am besten einen Ausdauertrank. Okay, da ist... Was zur Hölle? Okay, Kanna sieht nicht gut aus. Mit uns mal die Karte des Zauberers. So, du solltest irgendwen wiederbeleben. Vielleicht mich? Kannst du nicht, weil wir in dem Weg sind. Du kannst einfach nicht wiederbeleben. Vielleicht kriegen sie die beiden auch noch so klein. Ah, jetzt haben sie eine blöde Fäule beschworen. Jetzt ist da nur noch zwei korrumpierende Druiden und so eine Fäule im Weg, okay? Mal sehen, ob wir die schaffen. Ich sollte mal auch solche Tränke benutzen. Vielleicht noch solche. Und jetzt noch den korrumpierenden Druiden. Wow, der ist schon schwer verletzt, okay. Und jetzt noch die Fäule. Die dann auch noch explodiert wahrscheinlich gleich, wenn sie stirbt. So, gut. Gerade so geschafft. Quest abgeschlossen. Durins hat ein Abenteuer abgeschlossen. Durchschnittliche Reputation bei... Zwillingsulm. So, das wäre der Schritt gewesen. Dich haben wir geplündert. So ist die Gruppe ziemlich kacke. Wollte ich mir wahrscheinlich auf jeden Fall gleich mal Sagani und Sagani und Durins zurück. Hivarias brauche ich ja nämlich nicht mehr so unbedingt, der ist schon Max Level, genauso wie Kanna. Kanna will ich halt in den tiefen Ebenen wieder mitnehmen. Wobei die eine Quest auf dem Weg sollten wir vielleicht noch probieren. Gucken wir gleich mal, wie angeschlagen die Truppe ist. Die korrumpierenden Druiden sind halt richtig übel mit ihren Insektenschwärmen. Und das ist mittlerweile, habe ich erkannt, das ist dieser Zauber, den sie machen. Der vergiftet halt die ganze Gruppe und Giftschaden kriegt man voll ab. So, Inventar öffne dich. Danke. Du hast eigentlich fast nicht viel. Trank der Macht. Kriegst du mal Trank der Macht. Du kriegst das hier. Trank der flinken Füße und des unheimlichen Schützen hätte ich noch benutzen können. Ja, hier war es, hat fast gar nichts. Sie hat auch fast gar nichts. Trank des Bewegungseifers des Verderbens. Angriffsgeschwindigkeit erhöhen.
Ja, wenn Trank des gnadenlosen Starrens, wenn ich den mal benutzt haben sollte. Ja. Okay, die Gruppe sieht ziemlich kaputt aus, aber ich hoffe mal, dass wir den anderen damit vielleicht noch hinkriegen. Wo ist er denn?